Ja, danke, Ironhead. Ich werde dafür sorgen, dass deine Legende weiterlebt. Du bist immer noch mein Idol, weil du dich vor gar nichts fürchtest. Ja, das trifft nicht unbedingt zu. Ich habe eine Todesangst vor Magneten. Wenn so ein Großer hier vorbeirollen würde, könntest du meinen Kopf gleich vergessen. Ich schlage vor, dass du dich jetzt beeilst, von diesem Berg runterzukommen. Wieso? Wird's gleich regnen? Nein, aber ich weiß genau, dass ein neues Spucken fällig ist. Glaubt ihr, Al ist was Furchtbares zugestoßen? Wieso sagst du jetzt etwas so Schreckliches? Na ja, nur wenn er tot ist, könnten wir sein Croissant essen. Es ist tot. Nein, esst das Croissant nicht. Bist du das? Es ist ich. Ich bin gekommen von Ironhead Haynes. Mit Worten für schwer arbeitende Menschen, die sich einen Scheißdreck scheren um diplomatisches Verhalten. Regel Nummer eins. Es ist okay, für Titten auch Möpse zu sagen und manchmal Holz vor der Hütte. Regel zwei. Es ist falsch, Franzose zu sein. Regel 3. Es ist okay, wenn man alle bösen Menschen durch einen riesen Fleischwolf dreht. Regel 4. Anwälte. Siehe Regel 3. Es ist okay, eine Benzinschleuder zu fahren, wenn du damit Puppen aufreißt. Jeder soll seine Kollegen im Auto mitnehmen. Nur ich nicht. Mein Auto ist reserviert für Stewardessen. Synchronschwimmen ist kein Sport. Schlammringkampf ist ein Sport. Das sind eure 10 Gebote. Aber Al, das sind nur 9. Das sind eure 9 Gebote. Damit kann ich leben. Ich würde sagen, wir gehen alle heim und verkünden die Botschaft. Und helfen Al, das, was so aussieht wie Mehl, aus seinem Haar zu kriegen. Es ist blöd, jetzt den Abstieg anzugehen. Es ist doch stockfinster, bevor wir unten ankommen. Ja, aber wenn wir hier bleiben, muss dieses Feuer weiter brennen. Hat jemand irgendwas, das wir reinwerfen könnten? Tja, also ich habe nur meinen Damenunterwäschekatalog. Ja, ich auch. Ich auch. Tja, dann haben wir also nur das oder diese heiligen Gebote. Ja, genau. Sünder, Ungläubige, Heiden, Sünder, Titten.